Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem Total War Warhammer 2 Replay und zwar eine eingesendete Gastschlacht von einem ganz besonderen Zuschauer, nämlich FJD, der das hier auf dem Discord gepostet hat und gefragt hat, warum hat er dieses Spiel gewonnen? Und deswegen analysieren wir dieses Replay, weil er wollte mal, so wie es aussieht, einen Spellcheck machen mit Finsternis der Verzweiflung. Und ist wohl auch der Meinung, dass es gegen die Waldelfen wenig Sinn gemacht hat und gut, Finsternis der Verzweiflung ist, denke ich mal, schon ein Spruch, den man mitnehmen kann mit einer untoten Armee durch die Angst- und Schreckenseinheiten, die man hat und das durchaus richtig eingesetzt zu einem zu einer Massenflucht der gegnerischen Seite führen kann, vor allem wenn man in kurzer Zeit viel Schaden macht. Aber hat diese Armee das auf Lager? Sieht nichts aus. Dazu fehlt die starke Kavallerie. Deswegen eher nicht optimal. Und auch der Zauberspruch Antlitz des Schreckens ist mir nicht so ganz klar. Aber es kostet nur 4 und dafür Entsetzen machen ist nicht so übel. Kann man schon mal mitnehmen. Der Rest der Armee ist 1157 bei den Waldelfen. Wir sehen Skelettkrieger, Gruftwache, Skorpionlegion, Skelette, Gruftwache, Gruftwache mit Hellebarden, Gruftwache, Gruftwache mit Hellebarden und Skelettbogenschützen mal 2 dazu. Ein Gruftprinz, Arkan der Schwarze, Ushabti mit Großbogen, die legendären und die Wache von Kepra. Ich persönlich würde, wenn ich in den Kampf gegen Waldelfen gehe, immer eine zahlenmäßig sehr große Armee mitnehmen. Bei den Gruftkönigen lohnt sich es vor allem, weil die eben ihre silbernen Schilde dabei haben. Die Wache von Kepra ist eine gute Damage-Dealer-Einheit, gute Nahkampfangriffs- und Abwehrwerte und Regeneration, deswegen muss man sich nicht so viel um sie kümmern. Allerdings Schwäche gegenüber Feuerschaden und der Gegner hat, so wie es aussieht, die ehrwürdigen Feuerbarken dabei. Mit den auserwählten Göttern kann man den Gegner immer gut auf Entzugsfang bringen, wegen ihrer hohen Reichweite, vor allem weil die Waldelfen keine Artillerie haben. Und 2x Todesgeier fliegen auch noch durch die Gegend, können allerdings ziemlich anfällig sein für Fernkampffeuer. Aber im richtigen Moment können sie nützlich sein, können den Gegner verfolgen und sind nicht angreifbar durch Wildreiter. Was hatte der Gegner mit seinen Waldelfen mitgebracht? Wir sehen einerseits Orion dabei. Mit einer Menge Fähigkeiten. Orion-Bonus gegen Groß. Ich denke mal gegen Armeen, die viele Großeinheiten dabei haben. Nicht schlecht. Ich meine, ja doch so, schon 73 Nahkampfabwehr. Brauche die 15 extra. Naja, warum nicht? Warum nicht? 3x Wildreiter. Was ich sehr, sehr ungewöhnlich finde in einer Waldelfenarmee. Denn gerade solche starke und schwere Kavallerie ist besonders dann gut, wenn der Gegner eine Armee hat, die bricht, die brechen kann, sodass die Kavallerie nicht im langanhaltenden Kampf Schaden nimmt. Und das ist eben bei den Vampirfürsten und bei den Gruftkönigen nicht der Fall. Deswegen viel leicht gepanzerte Kavallerie meiner Meinung nach nicht optimal. Was ist sonst dabei? Wir sehen 1, 2, 3x Tiefwaldkundschafter mit geschwinde Pfeile, kurze Reichweite, dafür megamäßig hoher Schadensoutput, weil jeder Schuss 2 Pfeile raushaut, wenn ich, ja genau, jedem Schuss kommen 2 Pfeile, also ähnlich wie die Dunkeldorne Dunkelelfen. Und als Hauptfleisch der Armee sehen wir Baumschrate. Mit 54 Nahkampfabwehr und 20% physischer Resistenz sind die von vielen von diesen Gruftwacheneinheiten so gut wie nicht kaputt zu machen. Und 80 Panzerung haben sie auch noch. Und ein Baumensch unterstützt das Ganze noch weiterhin. Und hier hinten noch die ehrwürdigen Feuerbarken. Also hier ist ganz offensichtlich die Idee, mit den Baummenschen und den Baumschraten die Linie zu halten. Tiefwaldkundschafter durch die Wildreiter zu sichern, was auch eine gute Taktik ist. Auch in meinem Stream vor einigen Tagen bin ich auf so einen Gegner gestoßen. Ja, und die Baumschrate sollten die Linie halten. Wir legen mal los und schauen, was passiert. Ushabti mit Großbogen feuern sofort in den Gegner. Auch gegen diese Baumschrate werden sie eine Menge Schaden machen, obwohl die haben noch eine Geschossresistenz von 15% plus physische Resistenz 20. Das heißt 35% Reduktion ihres Schadens. Das Primärziel für diese Ushabti mit Großbogen auf jeden Fall hier die Wildreiter. Ziel mittlerweile auch gewechselt. Eine sehr gute Idee. Was der Waldelfenspieler hier nicht gut macht, ist wirklich diese ganzen Wildreiter in einem riesigen Blob durch die Gegend zu ziehen. Keine so optimale Idee. Auf der anderen Seite kann er sich mehr oder weniger hier ausruhen und warten, bis die Gruftkönige ihn angreifen. Geschwinde Pfeile hauen gut rein. Diese Bogenschützen der Gruftkönige haben da
absolut keine Chance dagegen. Absolut keine Chance. Und es wundert mich, dass sie noch nicht schon viel mehr Schaden genommen haben zu diesem Zeitpunkt. Ah, die Hälfte ist kaputt, nicht mehr viel von üben übrig. Allerdings auch Tiefwaldkundschafter bereits stark beschädigt. Warum? Waren sicherlich die Ushabti mit Großbogen. Ja, ganz genau. Was haben wir? 135 Reichweite gegen 140. Ist natürlich ungeschickt für die Waldelfen, dass sie hier diese schlechte Fernkämpfer, die schlechten Fernkämpfer der Gruftkönige nicht aufhalten können. Ansonsten, gute Aktion hier von den Gruftkönigen, nicht mit der normalen Gruftwache in den Kampf zu gehen, sondern gleich mit den Hellebardieren, die ihren Bonus gegen Groß haben und so wenigstens ein bisschen den hohen Nahkampfabwehrwert der Baumstrater ein bisschen aushebeln. Und die erste Fernkampfeinheit vernichtet. Jetzt kommt gleich die nächste dran. Oder? Was macht die Kavallerie der Hoch der Waldelfen? Sie macht nichts, denn wie sollen sie hier reinkommen? Wie soll sie hier reinkommen? Vor allem, wenn sie sich als Blob bewegt. Das erfordert einfach mehr Micromanagement. Ein Regiment hier, eins hier und dann alle in unterschiedliche Richtungen bewegen. Nur so kann man seinen Gegner aus dem Konzept bringen und Lücken finden. Und hier in ein Regiment Gruftwache mit Hellebarde anzugreifen, ist vermutlich so ziemlich das Schlechteste, was man tun kann. Na, wenigstens sind sie alle umgefallen. Und es war der Angriff von der Seite, deswegen kein Ansturmabwehren-Bonus bekommen. Insofern alles in Ordnung. Und der Waldelfenspieler, ich weiß nicht, was er hier tut, ist keine gute Idee. Er ist direkt den Berg hochgelaufen, um zu den Gruftkönigen zu kommen. Die Frage ist, warum? Er hatte eigentlich nicht so richtig Zugzwang. Das Einzige, was ihn in den Zugzwang gebracht hat, waren die Ushabti mit Großbogen. Da hat er jetzt auch gerade nochmal die Wölfe, Gehenners Wölfe, reingeschickt. Ist jetzt auch nicht die optimale Idee, das zu tun. Schon sehr viel Schaden an diesen Baumschraten entstanden. Denn ja, ich meine, Baumschrate und Baummenschen, oh meine Güte, doch viel mehr Schaden an diesen Gruftwachen erzeugt, als ich das erwartet habe. Wenn dieser Angriff besser gekommen wäre von diesen Wildreitern, aus drei Richtungen zum Beispiel, wären die wahrscheinlich mit diesem einen Angriff vernichtet worden. Ich bin überrascht, das habe ich nicht erwartet, aber jetzt sind sie eben noch am Leben und verursachen langsam aber stetig Schaden an den Wildreitern. Und das, so kann man nicht mit seinen Wildreitern umgehen. So kann man nicht mit denen umgehen. Die sind einfach viel zu angreifbar dafür. Ah, leider hier diese Geier vergessen, so wie es aussieht. Oh, da fallen sie runter. Aber habe ich schon mal erwähnt, wie cool Tolo Warmer aussieht? Ich finde sie klasse aus. Trotz seiner Balancing-Probleme sieht es einfach klasse aus. Da, was haben wir hier? Wildreiter-Regimenter. Die Hälfte ihrer Hitpoints ist bereits weg. Wofür? Für ein Hellebarden-Regiment. Ja, das ist kein Tausch, den man so machen sollte. Und die Armee der Waldelfen ist hier auch definitiv keine Angriffsarmee. Die machen einfach viel zu wenig Schaden. Ich meine, das sind 20 Nahkampfangriffe hier bei den Baumschraten. Die kommen bei der Gruftwache nicht durch. Die haben 41 Nahkampfabwehr. Die treffen vielleicht bei jedem vierten Schlag. Und dann schlagen sie auch noch relativ langsam zu, weil sie so große Monster sind. Auf der anderen Seite schießen auch die Bogenschützen hier noch von vorne auf diese Gruftwache. Und von vorne haben sie den Schutz ihres Schildes, was der Waldelfenspieler hier besser hätte machen sollen, wäre diese Tiefwaldkundschafter hierhin bewegen und dann von hinten reinschießen. Denn was haben denn die Gruftkönige hier, um das aufzuhalten? Gar nichts, gar keine schnellen Truppen, die ihn einfach wegplänkern können. Gar kein Problem. Stattdessen reduzieren sich die Waldelfen hier gerade selbst und immer noch sind die Hellebardiere am Leben. Mittlerweile hat es sich gezeigt, dass die Gruftwache eben doch einen hohen Nahkampfabwehrwert von 49 hat und die Wildreiter nur 34 Angriff, nachdem ihr Angriffsbonus von 62 weg ist. Bam, keine Chance mehr. Keine Chance. Dieses eine Gruftwachenregiment hat alleine praktisch die Wildreiter völlig vernichtet. Und da war eigentlich schon alles aus in diesem Spiel. Denn jetzt fehlt ihm die Möglichkeit, Schockschaden zu machen an den Gruftkönigen. Denn das ist der einzige Grund, warum hier eigentlich meiner Meinung nach die Baumschrate dabei gewesen sind. Die Baumschrate sind dabei, den Gegner festzuhalten, damit die Wildreiter, bam, von hinten reinstürzen können. Aber das hat er nicht gemacht. Sie haben sich irgendwann was aufgehalten. Und das war das Ende. Das war das Ende. Gelände.
Und hier sind auch so viele Einheiten am Leben. So viele Lebenspunkten. Die Wache von Cap hat auch nicht mal was gemacht. Wir laufen jetzt hinter Orion her, der keine Ahnung, was er da tut. Nix tut er da. Nix tut er. So hilft er auch nicht weiter. Gibt's eigentlich noch irgendwo den Baumensch? Da ist der Baumensch. Da ist der Baumensch. Und solche riesen monströsen Einheiten, riesen und monströse Einheiten sind besonders gut, das kann ich immer nur wiederholen, wenn sie von ihrer eigenen Infanterie unterstützt werden. Wenn sie alleine irgendwo kämpfen und vom Gegner umrundet werden, wie hier, wird er von allen Seiten angegriffen und nimmt sehr schnell viel Schaden. Hat zwar 56 Nahkampfabwehr, aber das wird ihm auch nicht mehr lange helfen, vor allem wenn die Händler bei dir kommen. Und da laufen die Bäume. Da laufen sie. Das war hinterher. Oh, jetzt hat es wohl noch einen Angriff von hinten mit den Wildreitern gegeben, die er bisher vergessen hat. Aber sie sind schon wieder zu lange im Nahkampf. Sie hätten schon lange wieder rausgehen müssen. Hintergrund, ein schöner Angriff der Baumschnarte. Ja, und jetzt sind sie tot, die Wildreiter. Wurden im Nahkampf gelassen. Schon wieder. Und sie sind tot. Oh, da ist Orion. Was tut er denn da? Hat Arcane irgendwas gemacht? Ein Kill. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er irgendwelche Zaubersprüche gecastet hätte. Aber vielleicht war meine Aufmerksamkeit einfach nur woanders. Oh, der ging daneben. Hätte wohl ja besser etwas mehr Zielwasser trinken sollen, der gute Orion. Endlich legt er sich mal mit Leuten an, die genauso groß sind wie er. Bam. Ja, SpongeBob hatte hier, denke ich, durchaus Potenzial, dieses Spiel sehr viel knapper ausgehen zu lassen. Der primäre Fehler, kann ich nur wiederholen, war der Einsatz der Wildreiter. Das war einfach eine Katastrophe. Die waren so teuer und er hat sie in den Tod geschickt. Vor allem gegen dieses eine Hillebarden-Regiment. 41 Kills hat's gemacht. Völlig unnötig. Ja, und das war auch schon das Ende. wie gesagt, Baumschrate. Hier hätte es auch gut getan, vielleicht einen Baumschrat weniger mitzunehmen oder auf den Baummenschen zu verzichten, stattdessen noch ein bisschen Waldgarde mitnehmen, damit die Baumschrate und Baummensch nicht so umrundet werden von den Gruftwacheneinheiten. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage, warum nimmt man gegen die Gruftkönige Baumschrate mit, die sowieso keine starken Damage-Dealer sind oder auch nicht gut panzerbrechend sind mit ihren Infanterie-Einheiten. Vielleicht wollte er die Streitwagen aufhalten oder Monster, dann hätte es wahrscheinlich geklappt, aber so ging das in die Hose. Und das war die Analyse dieses Spiels von FJD gegen SpongeBob. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr ein Replay habt, dann stellt und wollt es analysiert haben, schreibt es in den Discord mit einer Beschreibung, was passiert ist und was euch hier wundert, und vielleicht komme ich auch zu euch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.